Hallöchen, 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 herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Wir sollen die Leute da, die da Feuerwerk irgendwo da machen, sollen wir mal ein bisschen, zurechtweisen. Können wir den Brief nicht lesen? Ich würde gerne lesen, was ich da geschrieben habe. Das würde mich jetzt interessieren. Na gut. Dann gehen wir. Nehmen wir den Rucksack automatisch mit? Nehmen wir automatisch mit. Sehr gut. So. Kann ich mit irgendwas rennen? Nee. Ich wüsste nicht mit was. Aber vielleicht wird mir das ja noch gesagt. So. M to read map. Ach, das ist schön. Find Robin NFS Cagebox 360. Ah, okay, wir müssen uns also nach da drehen. Kann ich mich nicht drehen? So. In diese Richtung. Wir müssen nach Westen, also in diese Richtung. Jonesy Lake. Ich glaube, da wollen wir hin. So, machen wir die Map mal wieder runter. Wir folgen einfach mal dem Weg. Also ich habe gesehen, Bruger konnte sprinten, aber ich habe noch keine Ahnung. Haben wir denn hier Tastenbelegung? Settings. Nö, haben wir... Doch, da. Graphic Controls. Climb, move forward, move backwards, strafe, strafe. Ah, R. Ah, okay. R ist also laufen. Okay. Warte mal, jetzt habe ich gerade noch hier ein paar Graphics gesehen. Ah, hi. Ist doch gut. High reicht doch, oder? Ich glaube, high reicht. Oder machen wir Ultra? Machen wir vielleicht für die nächste Folge, stelle ich mal auf Ultra um. Ich will jetzt nicht hier die Aufnahme behindern. So, mit R, da müssen wir also gar nicht die ganze Zeit drauf drücken. Wir können einfach R drücken einmal und dann sprintet er die ganze Zeit. Das finde ich sehr gut. So, ist das etwa die Box 306? Ja, das ist sie, sehr schön. Dann, So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Okay. I found the supply box. Great. Ich will nicht nach dem Code fragen. Ah, okay, muss ich gar nicht. Eins, wie komme ich jetzt rüber? Ah. Zwei, drei, vier. Das ist mega sicher. Oh, da haben wir noch eine Map, wo wir Informationen abmalen können. Map updated, sehr schön. Da haben wir eine Note. Ron, hey man. Also, hey Typ. Guy konnte es nicht nehmen, also habe ich es in dem Lookout versteckt und noch ein bisschen Zeug in die Box gepackt. Ich habe eine von diesen Riegeln gefunden, die du magst. Ich, wander jetzt in den Park, aber lass uns wirklich hier einen drauf machen, wenn ich zurück bin. Okay. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah. One of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type. Nee. Totally fucking cuckoo. Which... is kind of what the job attracts. Moment, was soll das denn heißen? Keep hold E. Ah, okay. Wir behalten das auf jeden Fall mal. Da haben wir ein Seil. Da können wir erstmal mit ihr drüber reden. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Okay, dann nehmen wir das mit. Jo, Seil ist Seil. Da haben wir noch eine Granola Bar. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Wir nehmen trotzdem mit. Achso, eat, hold, eh? Nee. Ach, kann ich nur essen? Gut, dann lege ich es wieder weg. Pinecone, kann man damit auch was machen mit eh? Nee, kann man nichts. Okay, dann lassen wir es auch wieder. Machen wir wieder zu. Kann ich es auch wieder abschließen? Nee, okay. So, jetzt müssen wir eben auf die Karte gucken. Deal with whoever is setting up those fireworks. Okay, da sind wir. Wir müssen da zum Jonesy Lake.
Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich hier, huch, gehen jetzt eigentlich hier einfach weiter. This way, das müsste die richtige Richtung sein. Oder? Wir müssen ja weiter nach Westen. Ja, wir laufen gerade nach Westen, das ist schon mal gut. Das scheint die richtige Richtung zu sein, Westen. Wir hören auch schon die Feuerwerkskörper hier explodieren. Clawed up tree. Okay, da können wir anfunken. Hey, there's a tree out here that's been ripped to hell. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. Oh. We don't have grizzlies in Colorado. People killed them a long time ago. Well, in the thoroughfare, they hunt people, they kill people, they bury their bodies, and then come back weeks later to eat them because they prefer rotten meat. People just disappear. Don't you think that's disconcerting? Ja. No, Henry, that's life. Christ, lady. Aber echt. So kann man es natürlich auch sehen, so ist das Leben einfach, aber... Attach rope to hook. Shale slide, it's steep. Wie mache ich das? Rope hook. Ah, von dieser Seite, okay. Whee! Spacebar Rappel. Da hinten sind die Feuerwerkskörper. Okay, dann rappeln wir uns mal hier runter. Rappel, Rappel. Da gibt es keinen Weg drumherum. Muss man echt hier immer... Whoa! Au. Alles gut, Henry? Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, Entschuldigung. Okay, wir müssen in diese Richtung, oder? Wir müssen einfach weiter nach Westen. Dann müssen wir ja mehr so in diese Richtung. Huch, ich drücke immer Escape. Da will ich nur die Karte weglegen. Okay. Können wir eigentlich auch mit Kompass sprinten? Oh ja, können wir. Dann können wir wenigstens so die grobe Richtung so im Sichtfeld behalten. Komm ich hier hoch? Nee. Komm, Henry. Stell dich nicht so an, da kannst du doch hoch. Aber hier bestimmt. Auch nicht. Was ist das? Da sind Rucksäcke. Von den Leuten, die da Feuerwerk machen, oder was? They left their packs tied up here. The idiots down at the lake? Jupp. Yeah, them. We just found where they're hanging out. Kann ich aber nichts mitmachen, okay? Und da liegen noch Klamotten. Haben sie noch Feuer gemacht? Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Nee. Das treten wir erstmal aus. Ist das jetzt aus? Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Oh, whiskey. You left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Ferreter single malt oh, whiskey. Shit. Ferreter Irish. Product of Ireland. Okay, save for later. Nein, wir nehmen das doch nicht. Habe ich das doch mitgenommen? Wir nehmen es den weg, natürlich. Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. Ugh, people are just the worst, aren't they? They're not great, no. Nee, nicht wirklich. So, wir cleanen hier natürlich ab. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Ugh, well, confiscate them. Jupp, machen wir.
What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Moskva light on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Other than these fucking litter bugs, though, that's for sure. So, nehmen wir auch mit. Okay, sonst... Hier haben wir noch deren Klamotten. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people... what if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay. Die müssten ja noch hier sein dann. Oha! A bra! I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Dem. Nice! Ach, nochmal, ich lauf erstmal drüber. Pair of panties, sehr schön. There are, panties. There are what? I don't want to say that word again. Why, because you're 12? Gucken wir uns auch an. Sehr schön. Hübsch. Die machen ja also ein bisschen Nacktbaden, kann das sein? Nacktbaden und dabei, Feuerwerk anzünden. There's a... Ooh. Yes? There are two naked ladies out here. Can you handle that? Come on, I like naked ladies same as anyone, but there's, you know... Two? Yeah. I know this will be tough for you, but try to pick your tongue up off the ground and do your job. Okay. Ich meine, klar, nackte Frauen sind super, aber gleich zwei? Wie soll man denn damit umgehen? Found them! Ist hier sonst noch irgendwas Interessantes hier? Boombox. Hey, hey, you fucking kids! Hey, you fucking fatso! Leave us alone! Leave us alone! I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes, spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Why do you guys think it's all right to just stare at girls? Was? Took all of your stuff. The fireworks, the whiskey, you name it. What? You dick! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, so is stealing, asshole. That's so fucking bogus. You're gonna pay for that. Can we just get out of here? Ew, totally. You're gross. You're just some sad man out in the woods. So I made you say. Okay. Hey, that go okay? It's done. Well, that's ominous. Hopefully there won't be any more trouble. Good. Thanks for going down there. Mhm. Lief super. Na gut, wir haben jetzt auch Sachen. Was? Ah, das war der Bra. Well, their underwear is still strewn all over down here. Well, it is a particularly warm evening. Not sure I blame them. Ja, gut, wir haben jetzt die Sachen von denen geklaut, das ist auch nicht so super. Und wir haben es auch noch stolz gesagt, dass wir es getan haben. Naja. War es vielleicht auch nicht astrein, aber dafür räumen wir hier auf. Boah, wie viel Bier haben die denn bitte getrunken? Okay, die sind auf jeden Fall mega betrunken. Na, du kommst mir auch noch mit hier. So, haben wir noch mehr Bierdosen, die wir wegschmeißen können? Ich glaube, das waren jetzt alle. Hätte ja mal einen Erfolg geben können, wa? Erfolg, alle Bierdosen weggeräumt oder irgendwie so. Das hätte ich schön gefunden. So, wir müssen jetzt Report Meadow. Was?
It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. How do I get back? Das schaffen wir doch allein, oder? Wir müssen doch jetzt eigentlich nur uns östlich halten. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Haben wir uns hier abgeseilt? Hier kommen wir natürlich nicht hoch, okay. Jetzt würde ich trotzdem gern sagen, how do I get back? Jetzt kann ich es nicht mehr sagen, toll. Ich habe ganz vergessen, dass das Seil ja gerissen war. Ach, hier bin ich runtergegangen? Hä? Moment. Sind wir jetzt schon... Wir sind jetzt eigentlich nur nach Osten. Aber da komme ich ja nicht weiter. Kann ich ja irgendwie drumherum gehen oder so? Hier haben wir uns abgeseilt. Ich würde sie echt gerne fragen, how do I get back? Hätte ich das mal vorher gemacht. Ah. Hey, I'm back near that big rock outcropping, but not sure how to get back. I'd head west, back towards the lake, and then turn north towards the canyon. Okay. Dann gehen wir wieder zurück zum Lake und dann nach Norden. Na, wir hängen fest. Mal vorher sagen können, dann wäre ich jetzt den Weg jetzt nicht gelaufen hier. So. Jetzt nach Norden, ja? Na gut, wenn du das sagst, da komme ich nicht vorbei. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Das stimmt. Gut. Dann gehen wir hier lang. Wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir. Okay, ah, dann gehen wir jetzt einfach hier an dem Thunder Canyon lang. Und der Fluss sieht auf dem Ding so riesig aus. Und hier ist das so ein kleines Rinnsal. Ist ja süß. Die Entfernungen sehen auch mega weit aus auf der Karte, aber sind sie gar nicht. So, einmal hier hoch. Oh, einmal hier hoch. So, da staubt's. So, I have a bit of a confession to make. Okay. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. And you thought it was a good idea to get into your, love life, I guess you'd call it. Yeah. Anyway, I'm sorry. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Okay. Warum stand da eben Zoom in? Was hätte ich da irgendwas sehen können? Habt ihr da irgendwas gesehen? War da was zu sehen? Habe ich was nicht gesehen? Das könnte öfter mal vorkommen. Passe ich hier durch? Achso, das war Gewitter. Hey, I heard some thunder. Yeah, I've got eyes on a storm out to the north. Well, that's bad, right? Because of the lightning? It just means we'll be busy. Hurry home and try not to get hit by lightning. Das war hoffentlich ein Witz.
I got hit by lightning when I was 9 years old, so I'm safe. It's not gonna strike twice and all that. Well, there was an old lookout named Roy Sullivan who got hit by lightning 7 times. I don't like the sound of that. Yeah, well, if it makes you feel any better, it wasn't what killed him. What killed him? Suicide. Would you believe? Oh. Okay. Hier haben wir noch so ein Vorratsdings da. 1, 2, 3, 4. Was haben wir denn hier so Interessantes drin? Können wir nochmal die Map noch ein bisschen updaten mit irgendwelchen Wegen und so? Oh, ein Flashlight. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Ja, nice. Oh, oder auch nicht. Ah! Oh Gott, ist das hell. Okay, und ein Horn. This is a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Okay. Ich hoffe mal, dass er das nur gefunden hat und nicht irgendwie... Okay, machen wir wieder zu. Jetzt können wir echt hier die Taschenlampe anmachen. Cool. Haben wir eine Taschenlampe gefunden? Sehr schön. Es wird immer gewittriger und gewittriger. Gap in Busch, clear. So, ich hoffe, es war hier richtig. Und wir werden in der nächsten Folge uns weiter auf dem Weg Richtung unserem Lookout machen. Mir gefällt das Spiel sehr gut. Es ist sehr... Ich finde die Beziehung zwischen Delilah und Henry, also uns, die ist richtig cool. Die haben so eine Art so unterschwelliges kleines Triezen, kleines... immer so kleines Necken. Das finde ich gut. Ich mag das. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich noch mehr, wenn ihr das nächste Mal auch dabei seid. Bei Firewatch. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen!